Was kommt als Betreuer auf uns zu mit der Reform des Betreuungsrechts ab dem Jahr 2023? Wenn dich meine Antwort auf diese Frage interessiert, ich habe sie in letzter Zeit sehr häufig hier gestellt bekommen auf diesem Kanal, dann ist dieses Video für dich. Bleib dran, gleich geht's um dieses Thema. Hallo liebe Freunde des Berufsbetreuerkanals, ich bin's mal wieder, Cordelia Lindenborn, deine Berufsbetreuerkollegin aus dem Ruhrpott. Ja, auf diesem Kanal geht es rund um das Thema gesetzliche Betreuung, Berufsbetreuer, Betreuer werden, und wenn du dich vielleicht in der Phase einer beruflichen Neuorientierung befindest, überlegst, ob der Job als gesetzlicher Betreuer etwas für dich ist, um dir eine solide und erfüllende Existenz aufzubauen, oder auch wenn du schon Berufsbetreuer bist, schon länger dabei bist oder auch gerade erst gestartet hast, dann ist dieser Kanal für dich, du bist hier genau richtig. Am besten abonniere gleich den Kanal, klick dafür unten auf den Abo-Button, ist natürlich kostenlos, und klicke auch auf das Glöckchen, dann bist du benachrichtigt und verpasst kein neues Video mehr hier auf dem Berufsbetreuerkanal. Ja, für gesetzliche Betreuung gilt das gleiche wie auch sonst im Leben, der Grundsatz, nichts ist beständiger als der Wandel. Und so gibt es also immer mal wieder größere oder auch kleinere Reformen des Betreuungsrechts, Änderungen, und ja, jetzt steht also demnächst im Jahr 2023 tatsächlich eine sehr umfangreiche Änderung an, eine umfangreiche Reform des Betreuungsrechts, dass wir ja so seit 1990 oder 1991 kennen. Vorher gab es ja das Vormundschaftsrecht, da hatte ich auch schon mal ganz kurz bin ich auch schon mal drauf eingegangen auf diesem Kanal, und zwar mit meiner Kollegin Waltraud Hoffmann, die damals ja schon Betreuung geführt hat, also ganz am Anfang, und die eben auch noch weiß, wie es vorher ausgesehen hat. Ich verlinke euch das Video mal hier oben, wenn du willst, schau da noch mal rein. Ja, und so ist es natürlich so, dass das Betreuungsrecht macht natürlich auch vor den Entwicklungen der Welt nicht halt, das ist ja ganz klar. Das Leben in der Gesellschaft und das Leben unserer Betreuten ändert sich ja ständig. Also allein schon durch die Digitalisierung zum Beispiel, ist nur ein Beispiel jetzt, ne? Und ja, unsere Gesellschaft wandelt sich ja ständig in einem rasanten Tempo, und da ist es ja klar, dass natürlich auch diese Rechtsbereiche, die so stark mit dem täglichen Leben verknüpft sind, wie das Betreuungsrecht, das betrifft ja die Menschen, ja, dass das natürlich dann auch reformiert wird und modernisiert wird, angepasst wird. Ja, was kommt auf uns zu? Hallo, bist du als Berufsbetreuer neu gestartet? Oder möchtest du Berufsbetreuer werden und bereitest dich auf deine ersten Fälle vor? Dann habe ich jetzt was für dich. Der Turbo-Start für Berufsbetreuer ist jetzt verfügbar. Das ist das Online-Seminar für den Durchstarter unter den Berufsbetreuern. Das ist mein Seminar, was ich speziell für dich konzipiert habe, weil mich so viele Fragen ereilt haben. Cordelia, ich habe gerade frisch angefangen als Betreuerin. Was muss ich jetzt beachten? Wie fange ich an? Wie stelle ich meine Fälle ein? In dem Turbo-Start für Berufsbetreuer bekommst du von mir 100% Praxiswissen, garantiert sofort umsetzbar, und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, in der ich dich an die Hand nehme und mit dir gemeinsam deine ersten Betreuungen von Anfang an richtig aufsetze, damit du böse Überraschungen vermeidest. Klicke jetzt unter dem Video auf den Link und sichere dir deinen Platz im Turbo-Start für Berufsbetreuer. Also ich möchte da so eine kleine Serie draus machen, weil ich denke, also für ein Video, das wäre viel zu lang. Also das könnte man sich gar nicht alles in einem Rutsch angucken. Ich will das so häppchenweise gerne aufteilen. Und in diesem Video möchte ich gerne mal mit einem Punkt anfangen, der also auch so als ein sehr zentraler Punkt angesehen wird in dem neuen Gesetz. Dann da wird also der Wunsch des Betreuten sehr stark in den Mittelpunkt gestellt. Und bisher heißt es ja, also der Betreuer soll, hat dem Wohl des Betreuten zu entsprechen und im Sinne und im, zum Wohl des Betreuten zu handeln. So steht es im Gesetz, und das soll also jetzt abgewandelt werden, abgeändert werden. Und das soll es also demnächst heißen, der Betreuer soll dem Wunsch des Betreuten entsprechen. Ja, dahinter steht also der Gedanke, dass also sehr viel mehr Eigenbestimmung, sehr viel mehr Selbstständigkeit für behinderte Menschen gefordert wird.
Und was ja grundsätzlich natürlich auch richtig ist, weil ja niemand etwas dagegen haben wird. Und also so eben nach und nach also die rechtliche Position oder die Position und die Eigenbestimmung und der Wunsch des Betreuten, also der individuelle, ja, die individuelle Persönlichkeit, der individuelle Charakter des Menschen natürlich mehr Beachtung finden soll, als es bisher im Gesetz der Fall ist. Ja, was ändert sich für uns als Betreuer ganz konkret, ist jetzt natürlich die ganz große Frage. Also Leute, ehrlich gesagt, wenn ich meine Betreuung so angucke oder so, wie ich die Betreuung führe oder mich zumindest sehr bemühe, sie zu führen, wird sich eigentlich kaum etwas ändern oder eigentlich nichts ändern, denn der Wunsch und der Wille und das Wohl des Betreuten, also ich sehe da nicht so richtig einen riesengroßen Unterschied. Also wenn und solange der Mensch in der Lage ist, seinen Willen und seinen Wunsch zu äußern, da habe ich den als Betreuerin ja sowieso schon immer beachtet. Und jetzt wurde also auch in vielen Artikeln, die ich dazu so gelesen habe, das so dargestellt, so nach dem Motto, ja, bisher musste ja der betreute Mensch beim Betreuer bitte, bitte machen und um sein Taschengeld betteln und konnte ja gar nicht mehr über sein Geld verfügen und was weiß der Kuckuck denn alles. Und da muss ich nur sagen, also das ist ja überhaupt nicht zutreffend, denn auch bisher ist es ja so, dass also die allermeisten Betreuten, also zumindest bei meinen Betreuten ist es so, können ja völlig frei über ihr Geld verfügen. Also beschränkt ist es ja wirklich nur dann, wenn es einen Einwilligungsvorbehalt gibt und den gibt es ja auch nicht ohne Grund. Oder eben, wenn die Person tatsächlich geschäftsunfähig ist, was ja höchst selten nur der Fall ist. Und in allen anderen Fällen, also kann der Betreute ja, also streng genommen, mit seinem Geld machen, was er will. Also als Betreuer hat man ja eigentlich, wenn der Betreute jetzt hingeht und sagt, ich gebe das jetzt aber trotzdem so aus, auch wenn's, auch wenn ich mir das eigentlich gar nicht leisten kann oder was weiß ich, da kann ich ja dreimal die Vermögenssorge haben, da kann ich ja trotzdem nichts dagegen machen. Und ja, selbst über sein Sparkonto, Sparvermögen und so weiter kann der Betreute ja frei verfügen. Die Beschränkung ist ja nur für den Betreuer gesperrt und beschränkt. Und insofern frage ich mich also, ob das jetzt nicht auch ja, so ein ganz klein bisschen auch politisch getriggert ist, dass man eben jetzt sagen kann, ja, die Rechte des Menschen werden jetzt also gestärkt und das steht jetzt auch im Gesetz. So, also es ist auch immer ganz viel Politik dabei, ja, dass also dann gesagt wird eben, ja, die Regierung tut ja auch was für die behinderten Menschen und so. Also auch wenn sich de facto im Prinzip nicht viel ändert. Also ich meine, es hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab, man muss sich ja fragen, also für welchen Prototyp an Betreuten wurde denn dieses Gesetz gemacht oder welches Bild von einem behinderten Menschen hatte man also im Sinn, als man diese Änderungen beschlossen hat. Wahrscheinlich nicht unbedingt den typischen Betreuten, den ich jetzt zum Beispiel habe. Klar, jeder hat natürlich andere Fälle, das ist klar, aber wenn ich jetzt so an meine Leutchen denke, für die ändert sich also durch diese Änderungen eigentlich nichts, weil entweder sie können ihren Willen nicht mehr äußern, dann ist es mein Job als Betreuerin natürlich die Entscheidungen zu treffen und dann treffe ich die nach dem Wohl des Betreuten, nach wie vor, nach dem Wohlverstandenen. Und wenn der Betreute seinen Willen und äußern kann und seine Wünsche äußern kann, dann habe ich sowieso schon immer, soweit es irgendwie geht, dem auch entsprochen. Natürlich ist irgendwo auch eine Grenze da, also die Grenze ist ja meistens da, wo das Geld dann auch aufhört. Und so, insofern ändert sich ja eigentlich also überhaupt nichts oder nur ganz wenig. Also es kann natürlich sein, dass ich jetzt hier zu kurz denke. Ihr könnt es mir ja gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Vielleicht sehe ich das auch falsch oder vielleicht habe ich jetzt auch gewisse Dinge einfach nicht beachtet oder nicht daran gedacht. Das kann natürlich sein. Und jeder hat natürlich auch andere Fälle und bei jedem einzelnen Betreuten sieht die Sache natürlich eventuell auch wieder anders aus. Also meine Vermutung ist, dass also die Väter des Gesetzes eigentlich einen recht untypischen Betreuten so vor Augen hatten. Nämlich einen Menschen, der geistig und ja, intelligenzmäßig also völlig auf der Höhe ist.
ganz normal, eigentlich ein ganz normales Leben führte, aber vielleicht aufgrund einer körperlichen Behinderung eingeschränkt ist, weil er zum Beispiel jetzt querschnittsgelähmt im Rollstuhl sitzt oder ähnliches. Oder eine andere Krankheit hat, also aufgrund derer er jetzt nicht in der Lage ist, seine Ämtergänge zu erledigen und so. Aber eigentlich ja, von seinem geistigen, sag ich mal, von seinen geistigen Kapazitäten her eigentlich gar keine Betreuung bräuchte vielleicht, sondern wirklich also Unterstützung nur braucht im Alltag bei der Bewältigung von Anträgen, Papierkram und so weiter. Aber doch sehr gut in der Lage ist, seine eigenen Entscheidungen zu treffen und seinen Wunsch und seinen Willen also zu ja, kundzutun und eben auch entsprechend die Entscheidungen zu treffen. Denn im Prinzip geht es ja darum, es geht ja im Prinzip um die Frage, wer trifft die Entscheidung? Der Betreuer oder der Betreute? Und da ist es und war es ja schon immer so, dass der Betreute die Entscheidung trifft, solange das irgendwie möglich ist, solange das irgendwie ja, verantwortbar ist sozusagen und möglich ist. Und also nur in den Fällen, wo da eben der Betreute nicht mehr dazu in der Lage ist, da komme ich als Betreuer dann in die Lage, dass ich ihn vertrete. Und ja, ich habe also auch so ein bisschen rechts und links gelesen und es hieß dann in dem Gesetzesentwurf auch, der Betreuer soll also weniger vertreten, sondern mehr unterstützen. Und da ist natürlich meine Frage, ja, wir sind ja als Betreuer die rechtlichen Vertreter, ne? Und nicht die Alltagsbegleiter. Also da gibt es ja andere Professionen dafür, die also die Menschen im Alltag unterstützen. Jetzt beispielsweise beim Einkaufen, in der Freizeitgestaltung etc. pp. Und wir als Betreuer sind ja die rechtlichen Vertreter. Und da bin ich also mal gespannt, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Meiner Meinung nach heute, wie gesagt, ich kann mich vertun, ich kann mich irren. Belehrt mich eines Besseren, schreibt es in die Kommentare. Aber meiner Meinung nach ist das also eine, ja, Wortklauberei eigentlich, die sich auf die Praxis in dem Betreuungsalltag gar nicht so stark auswirken wird. Ich möchte jetzt noch mal ein Beispiel bringen, was mir gerade so einfällt. Nehmen wir mal an, der Betreute wünscht sich, dass ich ihm also bei jedem persönlichen Kontakt eine Stange Zigaretten mitbringe. Und das ist ja jetzt ein Wunsch des Betreuten, das nicht unbedingt seinem Wohl entspricht. Ja? Und also wenn man jetzt sagt, also dem Wohl entspricht das nicht, dass er so viel raucht, ne? Aber mein Gott, so viele Menschen rauchen und so viele von meinen Betreuten rauchen. Und da habe ich mich auch noch nie reingemischt. Das ist ja vielleicht nicht gut für das, für den Menschen, für seine Gesundheit, für das Wohl. Aber es ist sein Wunsch einfach, dass er weiter raucht. Und soweit das irgendwie möglich ist und soweit das finanziell darstellbar ist, also wenn er jetzt sein ganzes Taschengeld oder sein Geld, was er zur Verfügung hat, meinetwegen für Zigaretten ausgeben möchte, dann kann er das ja tun. Also da mische ich mich nicht rein als Betreuerin. Und habe das auch noch nie gemacht. Und wenn er jetzt aber zum Beispiel sagt, ich wünsche mir von meiner Betreuerin, dass sie mir also jedes Mal eine Stange Zigaretten mitbringt, dann sehe ich das nach wie vor nicht, dass ich also diesem Wunsch entsprechen müsste oder sehe das nicht als meine Aufgabe als Betreuerin an, sondern eben als einen, ja, Wunsch, den er gerne äußern kann. Aber diesen Wunsch, den kann er sich dann ja selbst erfüllen, indem er sich also selber seine Zigaretten kauft. Und also so natürlich in dem Rahmen, wo das finanziell möglich ist. Ja, vielleicht ist das jetzt auch ein total blödes Beispiel. Macht ihr doch mal, bildet ihr doch mal Praxisbeispiele, wo das relevant ist oder wo das zum Tragen kommt. Dieser Unterschied, Wohl des Betreuten und Wunsch und Wille des Betreuten. Und schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Und ja, vielen Dank auch an die Teilnehmerin, die dieses Thema hier überhaupt aufs Trapez gebracht hat, die mich darauf aufmerksam gemacht hat. Ich habe also mehrere Anfragen jetzt auch gekriegt. Sag doch mal was dazu zu der Reform des Betreuungsrechts, die da ansteht. Es kommen auch noch ein paar Änderungen tatsächlich auf uns als Berufsbetreuer zu. Das werde ich dann gerne in den nächsten Videos einmal thematisieren. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Tag. Wie immer, like das Video, teile das Video und hab einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, deine Cordelia.